Die Wahlkampfphase geht in den heißen Spurt und Stefan Thome, wie bereiten Sie sich gerade darauf vor? Was machen Sie draußen? Es ist ja mit Corona immer noch ein bisschen schwierig. Also ich habe mich 4 Jahre vorbereitet auf diesen Wahlkampf und jetzt kann man endlich wieder draußen sein bei den Leuten. Ich bin wieder unterwegs, das war ja lange Zeit gar nicht so einfach bis unmöglich, aber jetzt kann man wieder Unternehmen, Unternehmer, Einrichtungen, Vereine, Verbände, Ortstermine machen und das ist schon sehr gut. Sie sind ja schon im Bundestag für den Wahlkreis. Was ist Ihr Ziel bzw. was haben Sie sich vorgenommen für die nächste Periode? Da gibt es ja immer die zwei Schichten, die zwei Welten, zwischen denen wir so oszillieren. Einmal die Welt des Wahlkreises und einmal die Welt des Bundestages. Hier im Wahlkreis sind meine Themen natürlich die landschaftsprägenden Themen Tourismus, Landwirtschaft, aber auch Mobilität. Es ist bekannt, dass ich mich sehr dafür stark mache, auch den Wasserstoff als einen wichtigen Bestandteil der Energiewende stark zu machen und hier zu etablieren. Und in der Welt des Bundestages sind meine Themen die Innen- und Rechtspolitik, Rechtsstaatlichkeit, Bürgerrechte, Grundrechte. Für die FDP sieht es ja sehr, sehr gut aus. Ja. Was würden Sie sagen, wie können Sie diesen Schwung mitnehmen jetzt in die Bundestagswahl und was erhoffen Sie sich dann für ein Ergebnis? Zunächst mal ist natürlich immer wichtig, unfallfreies Fahren, also keine Fehler machen, jetzt nicht in Schlingern kommen, aber gleichwohl seine Themen konsequent zu vertreten. Ich habe schon gesagt, was meine persönlichen Themen sind. Und in der Corona-Pandemie hatten die ja auch eine Anerkennung erfahren, dass es neben dem Gesundheitsschutz auch darauf ankommt, die Bürgerrechte zu schützen. Aber natürlich kommt es auch darauf an, dass jetzt nach der Corona-Pandemie oder an deren letzten Phase der Mittelstand sich wieder erholen kann. Wir haben sehr viele mittelständische Unternehmen, Einzelhändler, Touristiker erlebt, die wirklich erheblichste Einbußen hinnehmen mussten, obwohl sie sich eigentlich vorbereitet haben, ein Schutzkonzept erstellt haben. Aber die wurden genauso geschlossen im Lockdown wie alle anderen auch. Und da müssen wir rauskommen. Vor allem aber, dass die Bildungschancen für die junge Generation nicht unter der Situation der Corona-Pandemie leiden müssen. Das sind die ganz wichtigen Herausforderungen. Stefan Thome von der FDP, ganz herzlichen Dank. Ich danke Ihnen.